Eine Biografie mit Behinderung ist schon ein besonderer Lebensentwurf und das braucht auch einen entsprechenden Ort, wo sich sowas entfalten kann. Was mir da ganz schnell einfällt, ist, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass die Dorfgemeinschaft so entstanden ist, wie sie entstanden ist und dass sie jetzt da ist. Das ist mir immer wieder ein Wunder. Ich würde sagen, der innerste Kern hier ist die Liebe zu den Menschen. Und die ist überall spürbar im Sinne einer besonderen Achtsamkeit, Freundlichkeit. Friedfertigkeit, Ausgeglichenheit, Entspanntheit, ein Wohlbefinden einfach. Das gemeinsame Tun, diese Gemeinschaft, die gelebt wird, wo die Leute integriert sind und wo auch der Kontakt zur Außenwelt gepflegt wird, das ist sicher die Einmaligkeit der Dorfgemeinschaft Breitenfurt. Wir haben Natur, wir haben Tiere, wir haben Wohnhäuser, wir haben Werkstätten, wir haben hier einen Kaffee. Es herrscht eine Fröhlichkeit, die auch im Vergleich zur normalen Welt wirklich bewundernswert und auffallend ist. Eine riesengroße Familie. Das Leben hier wird stark davon geprägt, dass wir uns gegenseitig bemühen, uns auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Also einer hilft den anderen, sein Leben zu meistern und zu tragen, sozusagen. Ein besonderes Erlebnis war es für mich, hier zu sehen, dass meine Tochter ein Dreirad zur Verfügung gestellt bekam und das große Gelände damit nutzen konnte, weil es für sie immer ein Kummer gewesen war, dass sie im Gegensatz zu ihren drei Geschwistern nicht Rad fahren konnte. Und hier wurde ihr das ermöglicht. Ein besonders schönes Erlebnis war, wie wir das Weidenhaus gebaut haben, wo wir einfach uns wirklich als Gemeinschaft, die wir hier leben, erlebt haben. Gemeinschaft bedeutet für mich, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Ja. Was geben, was nicht materiell ist. Dass keiner der Gruppe auf der Strecke bleibt. Miteinander fröhlich sein, lustig sein, miteinander singen. Dass man einfach zusammen lebt. Die stützen und helfen und dann einkaufen gehen. Es liegt halt an der Großzügigkeit dieser Gemeinschaft, dass jeder ganz bei sich selbst sein kann. Wenn ich in die Werkstatt komme, dann denke ich mir immer, was ist jetzt da für Lasten gekommen? Ne? Ich arbeite in der Metallwerkstatt. Durch die Arbeit erfährt man sich als Mensch. Das, was man herstellt, ist ein Beitrag zur Welt. Und das mal zu ermöglichen für schwerstbehinderte Menschen ist auch eine Leistung, die sehr, sehr wichtig ist. Ich habe gerne Leute um mich drumherum. Wenn die Gesellschaft ein hohes Niveau hat, dann kümmert sie sich auch um diejenigen, die möglicherweise am Rande der Gesellschaft stehen oder die schwach sind. Ja, ich hoffe, dass sich die Dorfgemeinschaft so entwickelt, dass eben das, was das Soziale ausmacht, was das Therapeutische ausmacht, dass das sich weiterhin verwirklichen kann. Ich freue mich einfach, dass ich hier sein darf. Karl Rogers hat gesagt, gibt man einem Menschen die Möglichkeit, dann wird er von sich aus selber eine bessere Entwicklung einfach vollziehen können. Und wir versuchen hier diese Rahmenbedingungen zu schaffen.